Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 3 Rock Distance. In der letzten Folge haben wir mit Rico ein bisschen Monstros Magen noch erkundet. Und mit Sora sind wir auch ein bisschen vorangekommen, bis wir diesen komischen Frosch-Prinzen-König-Rolle-Traumfänger da bekämpft haben. Welcher aber die Sturzanzeige so auf 3,8 oder irgendwie sowas hier runter reduziert hat. Was dafür sorgt, dass wir jetzt wieder mit Rico spielen. Schneller als gedacht. Und ja. Gut, warum denn nicht? Fertig, Kassin. Gucken wir mal. Warum gucke ich da überhaupt nach? Also ja. Ja, ich bin da gestürzt am Ende des Parts. Kein Route geöffnet. Oh, da haben wir was. Permanenz, das nur 10 kostet. Trotzkopf, geil, habe ich schon. Warte mal hier, HP Boost. Ja, mal Konfus blocken. Na, wird schon irgendwann. So, jetzt muss ich noch gucken, wo die letzte Truhe ist. Ich glaube, wir sind noch 2 Truhen oder so, ne? Hat jetzt auch. Ah ja, ich habe ja Dings bekommen. Ah. Ich denke mal, Kommandodeck ist ganz oben. Auch wegen Birth by Sleep. Es hat hier extra oder muss ich dafür Dingens wegmachen? Muss ich die Aufmännchen wegmachen? Ne? Glaube ich auch besser, ne? So. Für den Thron brauche ich noch 2, ne? 2. Mit Sora noch 6. Ja. So, mit dem würde ich gerne auch noch Level 21 erreichen. Wenn wir gleich Stufe ist wie Sora. Dann ist er schon wieder furchtbar überlevelt. Da hatte ich doch mit Rico mehr Zeit hier zu leveln. Das ist schon wieder gar keinen Sinn. Noch. Alle Werte ausgezeichnet. Joink. Wie gesagt, mir nicht die letzte habe ich verpasst. So, wat? Was ist das? Wow. Und schon wieder 2 auf einmal ausgezeichnet. Eigentlich werde ich nicht stärker. Ne? Ich tue ja immer neue Traumfänger. Ich habe schon wieder eine verpasst. Nee, noch nicht. Ausgezeichnet. Oh Gott. Also wir lieben Level 21 noch nicht. Und er ist schon gleich Level 22. Das geht doch irgendwie nicht. Ich will ausgehen trainieren, weil hier ist, glaube ich, schon die Welt zu Ende. Das kann doch wahr sein. So, gehen wir da rein. Alle Werte wurden erhöht. Also super. Oh Gott. Also Monstro sollte echt mal sein Innenleben untersuchen. Nee, im ersten Teil war ja auch schon irgend so ein Viech drin. Soll nicht sein. Da müssen wir aufpassen, was du isst. Wir machen schon wieder unglaublich wenig Schaden. So, mal putze, Mann. Oh ja. Dann wenig Schaden, aber wir machen Schaden. Eigentlich macht man nicht so wenig Schaden. Ah, Sinistra. Projektil. Ich konnte da nichts machen. Ich war Dreieck am Meschen wie blöd. Ich konnte schon wieder nichts machen. Danke.
Und das bestätigt für mich irgendwie, boah, jetzt ist das schon wieder weg, dass diese Welt ganz bestimmt nicht die dritte sein sollte, die zweite sein sollte von den dreien. Das soll bestimmt die letzte sein. Ja, fliegt um. Nein. Die Dinger am Boden sind ein bisschen blöde. Weg. Ja, ich sehe schon. Ich kenne das Spiel auch schon. So wollte ich eigentlich nicht angreifen. Ich wollte das Ding angreifen. Oh, das geht natürlich sofort dann, ne? Wenn sie wollen, dann können sie sofort angreifen. Ich muss die ganze Zeit in der Luft bleiben bei dem Viech. Ich dachte, du fliegst irgendwie um, wenn ich das mache. Aber anscheinend nicht. Oh, noch mal den. Oh Gott. Zum Glück trefft er mich irgendwie nie. Das Gebiet ist hier viel zu groß, als dass er mich treffen kann, habe ich so ein Gefühl. Verdammt. Und zack. Doch, Mann. Ah, ich bin zu schnell unterwegs. Das trifft mich nicht. Will ich auf den Arm nehmen? Warum fällt der denn da runter, wenn der sonst auch nicht runterfällt? Ich das mache. Bleibst du hier, Mann? Mann, nee. Boah, was machst du denn da? Komm her. Bleib fest unten. Boah, jetzt geht doch nicht immer nach einem Schlag direkt weg. Oh Mann. Ja. Boah, was zum. Ich muss schon ein paar Sekunden auch hier bleiben, damit ich dich angreifen kann. Hallo? Lass mal länger als ein paar Sekunden stehen bleiben, ey. So, Chance geben, dass ich dich mal treffe. Komm. Let's end this. Oh Gott, nein. Wenn wir ganz in der Luft bleiben, kann nicht verkehrt sein, oder? Ja, und jetzt bist du dran oder ich bin tot. Nein, geh weg. Und zack. Ha. HP Höchstwert. Ausgezeichnet. Boah, ich habe mich ja schon wieder K.O. gesehen. Die ganze am Boden irgendwie feststeckte. Himmel noch mal. I thought I was only sent into the past on the Destiny Islands. So why does it seem like time was rewound in this world too? Maybe it's like Master Yen Sid said,
the world was freed from darkness, but is yet to wake from it. It's trapped in a never-ending dream. Also, das, was hier passiert, passiert immer und immer wieder. So, besser Schlüsselloch zu machen. Anstatt sich um so was Kopf zu machen, dafür ist Rico da. So, tosende See. Damit müssten wir mit Rico fertig sein, ne? Ja. Ich hatte irgendwie einen merkwürdigen Traum über dieses Spiel. Ja, ich habe über dieses Spiel geträumt. Und weil ich habe geträumt, dass ich, weil ich schon im Endkampf war, aber dass ich irgendwie, weiß ich nicht, einige Welten übersprungen habe. Das hat mich irgendwie schockiert. Das ist ein Albtraum gewesen, glaube ich. Das war jetzt schon, weiß ich nicht, eine Weile her. Senkschrummer. So. Gut, wenn wir schon mal hier sind. Rico liegt jetzt voll hinterher. Das finde ich jetzt nicht gut. Dich können wir herstellen. Im Floss Fatale. Wie nennen wir dich? Ich denk schon nach. Oh. Piranha ähnliches Viech oder Fisch, weiß ich nicht. Okay, nennen wir dich. Das ist das Einzige, was mir jetzt eingefallen ist. Mal, weil ich den Namen geben, der mir als erst einfällt. Früher habe ich die gar nicht benannt, aber warum soll ich das jetzt nicht machen? Ne? Klar. Ja. Irgendwie so ein Geräusch von so einem Stern, wo früher aus der Pokémon-Serie. Ja. Warum hat der immer so gemacht? Ich verstehe das nicht. So, gucken wir mal erstmal hier bei euch. Magie hast nicht schlecht für Vita und so, aber ich möchte jetzt das haben. So, trotz Kauf, das haben wir natürlich schon lange. So. Was? Der Kampfkommando Finale Elixier. Verstehe ich irgendwie nicht. Was sind für Fähigkeiten? Nichts Gutes. Wow. Was eine Verschwendung von Traumfragmenten, habe ich so ein Gefühl. Wasserboost. Mein Eis. Ist ja überhaupt Wasser? Nee, ne? Gut, dann müssen wir zwangsläufig zu Dingens wechseln. Zu Sora. Glückspilz gesichtet, was? So, war mir keine Hoffnung, ey. Ich hatte mit Glückspilz hier die Fertigkeit. So, jetzt müssen wir noch mit Zora hier ein bisschen. Und wir gehen mal den Gegnern hier aus dem Weg. Nämlich, wir können auch bis Level 22 vielleicht gehen. Dann machen wir irgendwie eine Hardcore-Training-Session mit Rico. Offscreen. Das ist was Schönes. Ja, damit wir ein paar Traumfänger auch noch ein paar Fähigkeiten hier noch so offscreen lernen. Oder war es dann auch erstmal? Komm ja gar nicht dazu, so viel irgendwie. Um ja gar nicht heute so viel aufzunehmen. Ich wollte eigentlich so 4-5 Parts aufnehmen, aber wir werden ja schon der letzte Part, weil ich ja dann wieder leveln muss mit Rico. Ah. Weil ich mich auch auf der Suche nach ein paar von den Spezialportalen vielleicht, die ich schon mal erledigen kann, vielleicht ein paar neue Rezepte und so finden kann.
Mal schauen. So, das reicht jetzt erstmal. Wo waren wir denn noch nicht? Das ist jetzt schon wieder ein Problem. So. Sieben Dinger fehlen uns noch. Noch eins. Müssen ein Nebengebiet sein, ne? Okay, bitte keine Gegner, bitte keine Gegner. Okay, warte. Achso, okay. Und sagen, wenn es eine Herausforderung ist, dann würde ich die sogar ignorieren. So, noch 6 Truben bei euch. Und unten war ich schon, ne? Ja. Hier die richtig gut versteckt, ne? Die Truhen. Einfach nur, weil die so winzig sind. Ich weiß, ich sag das jedes Mal, aber hier ist echt gut versteckt. Wart. Hör auf zu leveln. Bin schon stark genug. Hier war ich noch nicht. Oder? Okay. Also warum können wir jetzt überhaupt hier unter Wasser laufen und atmen und so? Ist schon, was das bedeutet, ne? Atlantica in Kingdom Hearts 1 und 2 war vollkommen überflüssig. Wenn wir nach der Logik gehen. Dann hätten wir ja, weiß ich nicht, irgendwie... Warum sind wir dann in Atlantika hier so rumgeschwommen als Meerjunge und Tintenfischente und Schildkrötenhund? Da kommt hier noch ein Gebiet oder? Ich glaube nicht, dass das schon alles war. Aber da kommt vielleicht noch ein Gebiet. Mit Sicherheit kommt dann auch ein Gebiet. Ah. Ups. Wollte ich nicht hauen. So, ich brauche irgendwas. Pistole gelb brauche ich. 30 Mal, glaube ich. Für diesen Uhu hier irgendwas freizuschalten. Wo sind wir drin? Nix, okay. Hier ist nichts. So, 5 Truhen. 1. Zählt mit mir mit. Oh Gott. 2. Und dann habe ich noch eine gesehen. Ja, da sterben meine Traumfänger. Einfach weg gewesen. Ja, ich habe genug von euch Gegnern. Ich habe mir schon jeden Gegner gesehen. Ich habe jeden Gegner 50 Mal erledigt. Brauche ich jetzt nicht mehr. Oh, 3. Oder? Ich habe mir schon erzählt. 2 brauchen wir noch. Gut. Sogar in der richtigen Reihenfolge im Moment zu sein. Boah, bring mich irgendwo hin, weil ich weiß nicht, wie man das hier macht. Oh. Ja, er reitet natürlich nur darauf. Das ist doch viel chilliger. Ey. Ich kann ja alles sehen und aus die Ruhe. Und noch eine fehlt uns. Ja, schubst mich hier nicht runter. Mutiges Ding. Hat er mich hier eiskalt hier
von der Klippe runterschmeißen. Ja, komm, mach mal. Ein Kampfvorteil nur gewesen. Also die Spezialvorteile sind immer eine Ecke schwieriger. Wow. Schaff mal das. Yes. Warum werden die nicht auch noch verzeichnet im Tagebuch, Mann? Wir haben jede verdammt noch mal geschafft. Nicht alle auf Speed machen noch. Und da ist die letzte Truhe. Kommt an. Rezept. Tief unter Meer. Klassisch. Tatsu-Pferd-Rezept. Ja, pack ich später ab. So. Da ist nur noch der Boss für diese Welt, ne? Und hi. Wow, 150. Ja, los hier, schau mal. Gucken wir mal, was du noch freischalten kannst. Visionsmagnet, Stufe 20. Ja. Ruhig. Okay, hier. Was haben wir da? Das war, glaube ich, Luftstaccato, ne? Ne, Blitzattacke, okay. 1000 Mal, entschuldigt. So, jetzt sehen die Link-Verbindungen, die ich alle mache, oder? Wie gesagt, ja. Ja, hier haben wir Stufe auch. Das glaube ich, Combo Plus, ne? Bald aussortiert. Ich will aber ehrlich gesagt gucken, ob wir dieses neue Viech hier herstellen können. Wo sind das hier, ne? Ja. Okay, dann haben wir alle Truhen, ne? Ja. Also, wir kommen weiter. Und unseren heutigen Boss mit Sora auch noch platt machen. Mit beiden Charakteren die Dingens abschließen. Hier ist, ne? Gut, komm her. Oh. Jedes Mal kommt ein Monster in die Quere. Herrlich. Ernsthaft? Muss ich das unbedingt hier zumachen? Weil es als ob wir abhauen würden, wenn wir die Wahl hätten. Rennen, Pinocchio, rennen! Und da kommt irgendwas aus dem Nichts. Ich geh auch Monster los. Hey, das hat gleiche Viech, wenn er Rico gekämpft hat. Oh no! Okay. Ich sag Bullshit. Ja, ich sag Bullshit. In Birth by Sleep hat er einen voll irgendwie gekung-fu-walt irgendwie, keine Ahnung, aber voller Kung-fu-Wal, der irgendwie nur auf Halsam irgendwie wie ein Torpedo aus dem Wasser geschossen kam, obwohl er irgendwie nur, weil ich ein paar Meter entfernt war. Wie auch immer das geht. Und hier lässt er sich einfach von so einem Viech hier fertig machen. Nee. Und zwar hat er fertig gemacht. Ja, habe ich. Ich sage da wahrscheinlich nur, weil mich der Kampf in Birth by Sleep voll aggro macht gegen Monstro. Weil ich wieder voll dämlich. Ich glaube, so eine kleine Insel muss da kämpfen. Monstro tut irgendwie so ein paar Meter von einem schwimmen und tut irgendwie rausgeschossen kommen, als wäre aus einer Kanonengeschosse bekommen. Ja, macht für mich gar keinen Sinn. Also ohne Anlauf oder irgendwie sowas. So, Werfsack raus. Guck mal her. Duff. Oh, jetzt macht viel Schaden.
Das ist nicht viel Schaden. Das war überhaupt nicht viel Schaden. Das ist das. Oh. Da mal ein Rad mehr Schaden gemacht. Oh Gott, 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 oh Gott. Das war knapp. Ich bin aber gut, dass man hier gegen so riesige Gegner kämpfen kann. Ich mir in Kingdom Hearts 2 ein bisschen mehr gewünscht. Ja, Ballon ist irgendwie überpowered in dem Spiel. Na, oh Mann. Ja. Nein, komm mal her. Wo ist er? Was machst du da? Also, wir von da hinten diesen Drehangriff machen. Wenn wir hier unten, da triffst du mich bestimmt nicht, ne? Aber da triffst du mich bestimmt. Sogar ausweichen, okay, meine ich. Boah. Ach, ja, okay, ist gut. Komm mal ein bisschen näher und lass dich fertig machen. Ich glaube, der regt sich nicht mal ab, oder? Ich weiß manchmal echt nicht, bei welchen. Was du hier machen sollst bei einigen Angriffen. Oder runter, ich will dich mal. Alter. Alter, lass dich treffen. So, komm her. Komm her. Jetzt krieg ich dich. Mach doch mal auf mit dem Angriff. Das ist auch mal voll einfach, oder wie? Die Gegner sind alle runtergegangen. Da bin ich mir halt nur ein. Boah, jetzt haut er schon ab. No. Okay. Was ist das? Ich glaube, ich irgendwie nicht realisiert, dass das Monster sein soll da drin. Ne? Mach auf, Monster! Natürlich, jetzt kann der Wal auch noch fliegen. Hey, was haben sie? Der Wal ist viel zu überpowered in Kingdom Hearts. Okay, ich soll euch einholen, komm her. Vielleicht soll die Blase nicht platzen. Sag so, als würde ich jetzt nicht wissen. Ah. Komm, ich mach dich platt. Und dann verprügelt dich Monster so weit von, ey. Na, ja, weg kann. Nein, nein, nein. Geh weg. Wurf. Ich bin einmal in seiner Nähe geplatzt und dann war er weg. Was? Platsch.
Oder er frisst ihn direkt so ein Stück. Hey, ich kann den Wal irgendwie nicht abhängen in diesen Spielen. I get it now. After this, Pinocchio and Jiminy's world gets dragged into darkness. And they end up cast into the sea between worlds, along with Monstro. And then, they end up in Traverse Town and the belly of the whale. That's when we meet for real. It's like Master Yen Sid said. I'm in the dream Pinocchio's world is dreaming. And that world will never be right again until it wakes from sleep. Ich bin irgendwie beeindruckt, dass das so allein gekommen ist. Vor allem in diesem Spiel. Aber egal, da ist ein Schlüsselloch und da müssen wir zumachen. Jetzt kommt wahrscheinlich die Story ein bisschen im Laufen, weil wir haben jetzt keine Welt, wo wir hin müssen. Riesenrad, ja, er hat ein anderes Schlüsselschwert als Rico. Ha. I hope so is okay. He'll be just fine as long as Riku's with him. Ja, was das angeht. Huh? You don't think? No. Master Yen said. Look, it's a raven. Oh. That raven is Maleficent's. What's the bat? Hmm. Why, that's Minnie's. Well? Huh? Gorge, what's it say? It's from Maleficent. She's kidnapped Minnie. She took Queen Minnie? The letter says for me to return to Disney Castle, or else. Mickey, there is no time to waste. Okay, you fellas stay here. King Mickey, we're going with you. Gosh, I guess you're right, pals. We friends need to stick together. Master Yen Sid, we'll be back. The timing is too perfect, too calculated. Maleficent must sense a change in the forces of darkness. A change like Xehanort. Okay. Ich glaube, wir müssen zurück nach Traverse. Ja. Geil. Wollen wir unsere neuen Dinger hier noch ausrüsten? Ja, oder auch nicht? Nein, kann ich gar nicht ausrüsten. Mit dem muss ich noch ein bisschen leveln, so zwei Level. Ihr habt keine Dinger bekommen nach dem Kampf, nö. Wir haben hier ein bisschen einige Viecher hier hoch trainieren, paar Sachen lernen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo wir dann auf nach Traverse wieder müssen. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.